Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. So, heute möchte ich euch mal den sogenannten Knetradierer vorstellen. Ja, wenn ihr mit Pastell malen wollt oder angefangen habt und euch Videos angeschaut habt, dann habt ihr sicherlich immer mal wieder diesen Knetradierer gesehen und euch vielleicht gefragt, was ist das, wozu braucht man den und ja, wozu nutzt er einem? Also, der Knetradierer, in dem Fall von Faber-Castell, kommt in so einem Päckchen. Ich packe euch den jetzt mal zusammen mit euch aus. So. Und dann habt ihr den hier in so einem kleinen Plastik, in so einer kleinen Plastikbox. So. Dann macht ihr den auf und dann ist hier der Knetradierer. Der ist nochmal zusätzlich in so einer kleinen Folie. Den könnt ihr dann hier rausnehmen. So, und da ist er. Übrigens eine sehr coole Farbe. Gibt es in unterschiedlichen Farben. So, was ist jetzt hier dran das Besondere? Ja, das Besondere, wie der Name schon sagt, Knetradierer, ähnelt also der Konsistenz von Knete. Denn ihr könnt ihn tatsächlich in eine bestimmte Form bringen. So, ich reiße jetzt mal. Ihr könnt den also quasi in Stücke auseinandernehmen. Das mache ich oft. Ich nehme nicht unbedingt den ganzen Radierer, weil der ist mir dann zu groß. Den kann man dann entweder wieder hier wunderbar reinlegen. Ne? Das ist ja praktisch. Der ist dann da so ein bisschen, ja, nicht unbedingt luftdicht, aber er bleibt dann da drin halt schön sauber und kommt nicht weg. So, und jetzt könnt ihr wunderbar diesen Radierer kneten und den in eine bestimmte Form bringen, so wie ihr sie braucht. Ja, jetzt fragt ihr euch ja, wieso brauche ich bei einem Radierer denn eine bestimmte Form? Ich radiere halt einfach das weg, was ich brauche. Jein, also gerade die mit Bleistift arbeiten, mach mal gerade das Licht ein bisschen anders, so. Also wer mit Bleistift arbeitet und da vielleicht sogar in diese richtige, realistische, feine Arbeit geht bei Porträts mit Haaren und sonstigem, die brauchen natürlich schon auch einen Radierer, der vorne sehr fein ist und nicht so grob. Ich schraffiere euch jetzt mal zur Darstellung ganz grob mal etwas mit Bleistift. So, dann habt ihr diesen Knetradierer jetzt und könnt den vorne so ganz spitz machen und könnt hier richtig feine Linien reinziehen oder eben ausradieren, wie auch immer. Oder man macht den so als flache, guckt mal, wie cool das geht. Oder, und das ist jetzt eben, guckt mal, jetzt habe ich hier vorne so ein bisschen dreckiges, ne, Graphit dran. Ja, jetzt falte ich das halt einfach um und habe dann wieder eine saubere Stelle. Das muss nicht immer sofort gemacht werden, aber ja, wenn ich dann eben jetzt was ganz Feines, Sauberes haben will, dann mache ich mir das halt sauber. So. Ihr könnt aber natürlich auch eine größere Fläche machen. Dann lasse ich den halt hier einfach so ein bisschen grober und kann dann natürlich auch alles grob großflächig wegnehmen. Wunderbar. So, und dann knete ich das wieder so ein bisschen um,
Dann habe ich wieder eine saubere Fläche und dann kann ich wieder noch mehr wegnehmen. So, perfekt. Alles weg. Wunderbar. So, so viel zum Thema Graphit, aber wir wollen ja jetzt eher darüber sprechen, Pastellmalerei. So, das heißt, wie nutzt er mir denn jetzt beim Pastellmalen? Also, wir nehmen jetzt mal was haben wir denn hier, damit man das auch gut sieht, ein helles Grün, ein einen Stabilo. So, da schraffiere ich mir jetzt hier einfach so eine Fläche. So, dann arbeite ich das hier grob so ein bisschen ein und dann merke ich so, ach du je, da ist mir jetzt eine Stelle so ein bisschen zu viel geworden. Da kommt ja gar nichts mehr, da kommt ja gar kein Grün mehr hin. Was mache ich denn jetzt? So, jetzt wisst ihr ja vielleicht schon, dass Pastell auf bestimmten Untergründen nicht wirklich gut zu radieren ist, nicht mehr gut wegzukriegen ist. Ganz anders, wie ihr das eben bei dem Graphit gesehen habt. So, wenn ihr jetzt herkömmliche Radierer nehmt, da passiert eigentlich nicht viel. Ihr verschmiert eigentlich nur das Pigment noch über dem Papier. Und was macht jetzt der Knetradierer? Der Knetradierer, damit habt ihr die Möglichkeit, zumindest, also ihr kriegt es nicht komplett wegradiert. Gerade bei Pastell matt, das hält die Pigmente so gut fest, das ist ja auch Sinn und Zweck dieses Papiers, dass es sehr, sehr schwierig wird, Kreide, also Pastellpigmente, komplett auszuradieren. Das funktioniert nicht so wie bei Graphit, wie wir das gerade eben gesehen haben. Wir können aber jetzt uns den Knetradierer durch diese schöne weiche Konsistenz, die er hat, wunderbar zur Hilfe nehmen. Und das abtupfen und haben dann die Möglichkeit, vielleicht auch nochmal mit einer anderen Kreide quasi auszugleichen. So, hier ist ja jetzt nicht viel Pigment aufgetragen. Das ist ja jetzt nur ein Stift gewesen. Damit kriege ich hier schon ziemlich viel runter. Guckt mal, wie gut der den Stift, den Pastellstift hier runterholt. Nicht 100%, aber nahezu weg. Das kommt natürlich durch diese klebrige, ja, ich sag mal etwas klebrige, weiche Konsistenz. Da bleiben die Pigmente unheimlich gut dran kleben. Ne, ihr seht das hier. Dann falte ich den um und dann kann ich da schon wunderbar was wegnehmen. Dann falte ich das wieder so um, dass da wieder was sauberere Stelle ist und wieder neu. So, und wenn ich das so abgetupft habe, dann kann ich da auch noch mal ein bisschen grober drüber gehen. Also wenn ich mich jetzt vertan habe und will da wirklich nochmal was wegnehmen, um eine neue Farbe drüber zu legen, aber möchte ja nicht, dass das Papier zu stark gesättigt wird, weil ich danach noch mit Stiften vielleicht was ausarbeiten möchte, dann ist der Knetradierer da ein ganz, ganz tolles Hilfsmittel. Ihr seht, es ist noch ganz leicht zu sehen. Also ihr könnt jetzt nicht in einem Hintergrund etwas malen und sagen, oh nee, ich möchte da aber doch nur den reinen Papierhintergrund sehen. Das kriegt ihr nicht komplett ausgeglichen. Das geht nicht. Aber um jetzt mit einer neuen Farbe drüber zu gehen, das ist dann wunderbar. Ja, also da, das mischt sich jetzt nicht mehr. Dafür sind jetzt zu viele Pigmente runter. Da ist ja fast nichts mehr drauf. Da könnte man also jetzt mit einer ganz anderen Farbe drüber gehen, ohne dass sich da was mischt oder eben von dem Grün noch irgendwas zu sehen ist. So, und das schafft der Knetradierer. Ihr könnt natürlich auch andere Kreide wie Panpastell oder Kreide radieren, aber
Die Pigmente bei Kreide oder bei Panpastell sind natürlich wesentlich dichter und sättigender als bei einem Pastellstift. Ja, also, wenn wir jetzt hier Panpastell auftragen, dann werdet ihr jetzt sehen, auch hier würde ich dann wieder tupfen. Ne? Da bleibt dann wieder schön was drin. Ich würde erst immer tupfen. Erst immer gucken, dass ich so viele Pigmente wie möglich runterkriege. Und dann würde ich erst schauen, dass ich es versuche, ein bisschen mehr wegzuradieren. Also ihr seht, das geht bis zu einem gewissen Grad sogar mit diesen sättigenden Panpastellen. Aber auch hier könnt ihr sehen, es geht nicht komplett runter vom Papier. Das schafft ihr einfach nicht. Das schafft kein Radierer. Dafür ist, wie gesagt, so ein Papier wie Pastell Matt oder auch Pastell Card ja gemacht, dass es die Pigmente gut festhält und die Pigmente schön leuchtend wiedergegeben werden, schön festgehalten werden. Man braucht es nicht zu fixieren und so. Aber um jetzt, wie gesagt, hier eine andere Stelle, ich nehme jetzt extra wieder mal einen hellen, um das den Kontrast zu zeigen, weil wenn ich mich jetzt hier vertan habe mit einer dunklen Farbe und ich sehe, oh nein, da sollte eigentlich schon was Helleres hin, dann kann ich das wieder wunderbar mit einer anderen Farbe, kann ich da drüber gehen und habe dann nichts mehr von dem dunklen Braun drin. So, das ist wirklich das Coole an dem Knetradierer. Das funktioniert mit herkömmlichen Radierern eher nicht. Ja, also ihr verschmiert dann einfach nur die Pigmente. Da schafft ein normaler herkömmlicher Radierer das nicht wirklich, ja, quasi runterzunehmen vom Bild. So. Und ja, dann macht ihr den, wenn ihr dann fertig seid, könnt ihr den einfach wieder in eine entsprechend flache Form drücken, packt den wieder mit hier rein, zu und fertig. So, was kann man noch Cooles damit machen? Nicht nur, dass ihr jetzt natürlich, wenn ihr das entsprechend größer haben wollt, dann nehmt ihr natürlich alles oder reißt euch ein bisschen mehr ab und macht euch den größer. Oder eben kleiner. Ne? Ihr seht, durch das Kneten, der wird natürlich weich und lässt sich dann wunderbar ziehen. Hilft euch wunderbar, auch Stress abzubauen. Kennt ihr diese Stressbälle, diese Knetbälle? Das ist doch eine schöne Alternative. Wenn ihr ein bisschen Stress habt, dann könnt ihr den sogar so kneten und ja, habt dann noch so ein bisschen was zu tun. Ja, also für die, die vielleicht in der Schule sitzen und genervt sind, die können sich dann an dem Knetradierer abreagieren und da so ein bisschen mit rumspielen. Guckt mal, wie der sich ziehen lässt. Und ihr bringt den immer wieder in die Form, die ihr haben wollt. Das ist halt das Coole, dass ihr den wirklich so in der Form, wie ihr den haben möchtet, dann eben formen könnt. Ja, das, also ich sag mal, solche feinen Sachen, die bringen euch jetzt bei Pastell nicht wirklich was. Ne? Also das ist dann eher geeignet, wenn ihr mit Graphit arbeitet, nicht für Pastell. Das ist eher die Technik, die ich euch da jetzt gerade eben gezeigt habe, dass ihr dann grob die Pastelle erstmal abtupft. Und dann eben, wenn ihr seht, da ist jetzt so ziemlich alles abgetupft, was geht, dass ihr dann ein bisschen fester drüber radiert. Ne? So wie ich euch das eben gezeigt habe. So, ja, also Knetradierer kneten und dann entsprechend den einsetzen. Ne?
Und das war es eigentlich schon. Das ist das Geheimnis hinter dem Knetradierer, vor allem hinter dem Knetradierer in der Pastellmalerei. Wozu braucht man den und wozu kann man den einsetzen? Also für mich ganz klar ein Hilfsmittel, was nicht fehlen darf und was ich halt auch regelmäßig oder was ich halt immer wieder mal brauche. Gerade wenn man auch mit Oil Dry Brush oder mit Kohle arbeitet, da ist also so ein Knetradierer wirklich ein Muss sozusagen. So, und jetzt mache ich mir den hier wieder rein. Mach den zu, dann kommt der zur Seite und ich kann den jederzeit quasi da wieder rausholen und das so abreißen oder mir den so nutzen, wie ich den brauche. So, das war es dann quasi schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, drückt doch auf jeden Fall auf Abonnieren und lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen noch habt, gerne in die Kommentare damit. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Dankeschön, tschüss.